19. Februar, Sportpark Scholbach, EWS, 30 Mann Royal Rumble. Ihr wisst, was das heißt. 29 Männer fliegen raus. Einer bleibt da. Ich, der Obermacker, Michael Kovac. Ja, da hat man es gesehen. Michael Kovac hat es angekündigt für den Rumble, den ihr natürlich auch hier auf dem YouTube-Channel sehen könnt. Wird auf jeden Fall bald rauskommen. Ja, und da kündigt es Bernhard Wulff an. Triple Threat Women's Match. Und hier sehen wir schon die COW Women's Champion, La Katrina. Bei La Katrina muss man sich immer merken, wenn sie in der Nähe ist, den Nebelscheinwerfer natürlich einschalten. Teilnehmerin Nummer 2. Und von Dockers Wrestling, Women's Champion von Dockers, Violet Saint. Zwei Women's Champion haben wir schon mal im Ring. Da kommt Women's Champion Nummer 3 von der OWG, Furious Avery. Sie hatte auch zwei Begleiter, sehen wir jetzt gerade nicht. Vorhin haben sie ganz, ganz kurz gesehen. Ja, da zeigt sie schon hier der OWG Women's Title, aber Violent Saint zeigt ihren Dockers Women's Title. Hatte man auch noch nie drei Women's Title in einem Match. Aber es geht nicht um irgendeinen dieser Title der Damen. Ja, da bekommt sie auch Applaus. Da legt sie sich schon mal mit ihren beiden Kontrahentinnen an. Ja, ein kleines Küsschen noch für ihren Gürtel und David Whitney hat jetzt alle Titel in der Hand gehabt. Violet Saint lässt sich ein bisschen
ablenken von einer dieser mysteriösen Gestalt mit der Schweinsmaske. Also zwei sehe ich auf jeden Fall um den Ring schleichen. Die Fans wollen schon Action sehen. Aber nee, Saint ist dann noch nicht so bereit dafür. Ja, gibt La Katrina den Vortritt gegen Avery. Ja, der Schulterblock, ne? Da passiert nichts. Ja, Saint. Ja, wahrscheinlich falsch aufgekommen. Hebt sich schon die Schulter, war wohl auch nichts. Ja, Clothesline. Aber Avery. Das macht ihr nichts. Und La Katrina mit ihrer Schreien beeindruckt Avery überhaupt nicht. Und jetzt probiert's nochmal Saint mit einer Clothesline. Das funktioniert wohl nicht. Ja, Avery denkt auch, was sind das für Gegnerinnen? Jetzt wollten beide auf sie drauf, aber Avery kann da gegenhalten. Ah, Schulterblock gegen La Katrina. Noch eine hinterher gegen Saint. Ja, kleines Posing, Lächeln in die Kamera. Double Clothesline und Avery wurde jetzt von dem Bein geholt von La Katrina und Zane, die jetzt zusammenarbeiten und auf sie einschlagen. Aber es kann nur einen Sieger geben in diesem Match. Ja, schon unfaire Aktion, aber David Whitney, dem juckt es überhaupt gar nicht irgendwie. Und beide gehen jetzt auf Avery los. Avery natürlich von der OWG, der Outlaw Wrestling Liga in Bad Wildbad. Und Saint von Dockers Wrestling sind natürlich in Duisburg beheimatet. Und natürlich La Katrina, die natürlich jetzt einen Whip-In. Ja, die schickt jetzt erstmal Saint weg. Whip-In gegen die Ringecke von La Katrina. Und Saint stürmt jetzt auf sie drauf mit einer Clothesline. Ja, La Katrina, wollte ich nur erwähnen, von der COW aus Saarland. Und... ah, ich dachte eine Kloster, aber es war ein Spear von La Katrina gegen Avery. Ja, jetzt haben beide sie wirklich im Griff und hier kommt jetzt ein Suplex, ein Double Suplex. Wow, schön durchgezogen von La Katrina und Saint und das Cover hinterher. Eins. Oh, aber Saint schubt sie weg. Bringt selbst das Cover, aber La Katrina schubt sie weg. Ja, wie ich gesagt habe, es kann nur einen Sieger geben. Ja, gibt es schon einen kleinen Streit, aber doch eine Versöhnung zwischen La Katrina und Violent Saint. Und La Katrina, hat man gesehen, schreit da einer dieser mysteriösen Figuren weg. Was hat jetzt La Katrina in der Hand? Ich kann es nicht so richtig erkennen. Man sieht's. La Katrina knebelt hier Avery an der Ringecke. Und da kommt schon einer dieser ja, mysteriösen Figur mit der Schweinsmaske. Ja, so wie es aussieht, Avery ist erstmal außer Gefecht gesetzt, eigentlich taktisch klug gemacht. Und La Katrina gegen Violent Saint. Ja, da kommt der Schrei zurück.
Ja, und da dreschen sie sich aufeinander ein. Und La Katrina ist im Vorteil. Ein Schlag auf den Rücken. In die Seile. Ja, kommt das Cover hinterher? Nein, doch jetzt. Eins, zwei. Ja, war nur bis zwei. Ja, und man sieht's, die zwei Gestalten wollen jetzt natürlich Avery befreien, aber schaffen es irgendwie nicht. Ja, das ist schon schwierig, wenn man mit so einem Packband, sage ich jetzt mal, zugeklebt wird. Da befreien, da braucht man irgendwie eine Schere. Ein harter Schlag von Saint gegen La Katrina. Ja, die Fans fordern noch einmal. Ja, da zeigt sich ja, was wollt ihr mit La Katrina? Geht mir doch eine richtige Gegnerin. Ja, ist leicht gesagt. Avery wäre auf jeden Fall auch eine richtige Gegnerin, aber ist ja außer Gefecht gesetzt. Ja, und Saint spielt hier ein bisschen mit dem Publikum. Und verhöhnt sie ein bisschen. Ja, Violet Saint hier in Erding sollte man sowas nicht machen. Da macht man sich sehr schnell Feinde damit. Aber sie hat La Katrina sehr, sehr gut unter Kontrolle. Ja, da verhöhnt sie jetzt Avery. Und Avery ist immer noch in der Ringecke festgeknebelt. Kommt dann nicht raus. Ja, ich weiß nicht, ob das taktisch gerade klug ist, von Saint da rumzudiskutieren. Aber was? Sie gibt den Befehl, hebt das Bein hoch. Aber ja, eine unfaire Aktion, muss man schon sagen. Hat sie ein bisschen ausgenutzt. Violet Saint, der Avery. Ja, und eine kurz gezogene Clothesline, aber ja, hat sich da auch leicht verletzt. Aber das Cover kann sie noch bringen. Eins, zwei. Nein, das war's noch nicht. Nur bis zwei. Ja, und Avery ist immer noch in der Ecke. Also, die kriegen sie nicht los. Ja, die andere mysteriöse Figur da draußen beobachtet da ein bisschen und La Katrina kontert jetzt. Und war es das jetzt für Saint? Das Cover 1, 2. Das war es noch nicht. Und Avery kann sich jetzt befreien. Wow, das sieht sehr, sehr schlecht jetzt aus für La Katrina und Saint. Ja, nur leicht Schmerzen, aber das schüttelt sie sich weg. Und Double Clothesline gegen La Katrina und Violet Saint. Noch eine Clothesline. Da kommt jetzt La Katrina, aber Clothesline nochmal von Avery. Keine Chance für die anderen zwei Damen. Boah, Schulterblock, aber kurz gezogen. Haut aber Saint von dem Bein und Elbow gegen La Katrina. Ein Tritt hinterher. Ja, Avery jetzt im Vorteil. Kommt jetzt das Cover. Ja, eins, zwei. Das hätte es jetzt sein können für Avery, aber war es doch nicht. La Katrina draußen ein bisschen irritiert. Aber jetzt weiß sie wieder, wo sie ist. Kommt in den Ring. Aber Avery gleich mit dem Tritt hinterher. Aber ich sehe gerade, was passiert da draußen mit Saint? Die zwei mysteriöse Gestalten. Naja, die schauen sie an. Und auf die Schulter hochgenommen von Avery.
schön gemacht. Und das Cover gleich hinterher. 1, 2, 3. Und das war's. Die OWG Women's Champion Furious Avery gewinnt dieses Match und gewinnt für die OWG. Und hier zeigt sie ihren Titel. Was will sie hören? Ja, man sollte sich mit Harry nicht anlegen. Eine wirklich knallharte Frau, wie man es gesehen hat, gegen La Katrina und Violet Saint. Ja, ich sag mal, hätte sie ihre Helfer nicht gehabt, hätte sie sich aus dem Packband nicht befreien können. Aber sie hat es geschafft, Avery, die Siegerin,